Guten Tag, wir sind hier vor dem Friedrichstadtpalast. Heute findet hier die zweite CSD-Gala statt. Stars und Sternchen reichen sich hier heute die Klinke in der Hand. Und wir schauen mal zu, was uns alles hier vors Mikro kommt. Schönes Gruppenfoto. Komm mit hier. Ernest Look hier rechts im Bild, der Choreograf. Und die Sternchen, die ja den Tanz-Contest, den Drag Queen Contest gewonnen haben. Beziehungsweise dabei gewesen sind. Und die jetzt auch in den letzten Tagen hier schon eifrig für diese Geschichte hier im Friedrichstadtpalast für das Schlussbild geprobt haben. Wir haben jetzt auch gleich den richtigen Augenblick hier erwischt bei unserer Live-Schalte und können die Damen bzw. die Herren in Damenkleider richtig jetzt hier begutachten. Fantastisch sehen sie wieder aus. Und die Pressemeute, also ich mache jetzt auch gleich noch die Kamera heute. Die Presse ist ganz verrückt, wie gesagt. Und uns Fernsehleute wollen sie wie immer zur Seite drängen. Das kennen wir von den Fotografen schon. Aber da darfst du dich einfach nicht beeindrucken lassen. Du machst deine Arbeit, sie machen auch ihre Arbeit. Das lernt ihr ja auf der Akademie, ne? Schreien und verdrängen. Ja, genau. Wilde Szenen. Ich gehe dann da mal hier rüber. Fast ein bisschen Hollywood hier. Ja, genau. Zweite Berliner CSD-Gala vor den Drag Queens, vor Ernest Look, der Choreograf. Udo Walz bekannt aus Funk und Fernsehen. Aber vor allen Dingen wegen seinem Friseursalon. Und vielleicht haben wir ja nachher noch Gelegenheit, ihn auch mal vors Mikrofon zu kriegen. Jetzt ist die Gelegenheit. Herr Walz, schönen guten Tag, Berlin Fernsehen. Grüß Sie. Was erwarten Sie heute Abend? Ich bin mit Katharina Berlin da. Ist bei ihr in der Oper. Heute gehen wir hierher. Wir wollen einfach entspannt sein. Was ich erwarte, weiß ich nicht. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wünsche ich Ihnen viel Spaß und vielen Dank. Ja. Merci, danke. Na bitte, das hat ja gleich geklappt mit Udo Walz. Und ja, dann gehen wir einfach mal, wir versuchen uns jetzt mal auf die andere Seite zu manövrieren. Wir werden sehen, das ist sicherlich eine tolle Show. Und David, das ist ja Heimat, er ist ja hier im Friedrichstadtpalast. Der bereitet die neue Show vor, die am Herbst Premiere haben wird. Jetzt gucken wir uns das mal an, was heute so alles geboten wird. Bestimmt ziemlich bunt und schrill. Noch eine Frage. Angesichts der Entwicklung in Russland, ist es nach wie vor wichtig, CSD immer mehr populärer zu machen, dass es mehr populisiert wird, mehr politisch wird? Entschuldigung. Naja, nicht nur in Russland. Also meine Frau ist ja aus Kenia zum Beispiel. Und wenn ich mir anschaue, dass also in Kenia Homosexualität nach wie vor bestraft wird, dass in Uganda sogar diskutiert wurde, Homosexuelle hinzurichten, das also als Straftatbestand mit Todesstrafe zu belegen, da glaube ich, ist noch sehr, sehr viel zu tun. Wir haben hier in Deutschland eine andere Situation, aber in vielen anderen Ländern sind wir noch 50 Jahre zurück. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man für die Rechte der Schwulen und Lesben weltweit eintritt. Das ist auch ganz klar. Sally Morell, willkommen hier am Friedrichstadtpalast. Heute steppt ja wieder der Bär und aufgeregt. Ja, wir sind alle aufgeregt, ich auch besonders irgendwie. Aber wir haben zwei Durchläufe gemacht, hat alles geklappt. Bisschen hat die Technik versagt bei meinem Kostüm, aber ich werde trotzdem glänzen. Hatten wir ja gerade bei uns gesehen, jetzt ja auch gerade versagt, es passiert. Und dann erwartet uns heute eine fantastische Show. Ja, es wird großartig, es wird wirklich, ich krieg schon wieder Putenpelle, wenn ich nur davon erzähle. Es wird wirklich toll. Wir drücken die Daumen vom Berlin Fernsehen und toi toi toi. Und vielen Dank fürs Interview. Gerne. Stars und Sternchen sind hier vor Ort. Die Presse fotografiert, alle Posen werden gezeigt. Wer ist die Schönste oder der Schönste heute Abend? CSD im Friedrichstadtpalast. CSD-Gala hier im Friedrichstadtpalast. Das Berlin-Fernsehen ist live. Ja. Christine Meyers, erwarten Sie heute vom CSD, hier im CSD-Party hier in Berlin. Das gleiche wie schon vor zwei Jahren bei der schönen Gala, dass es eine verrückte, wunderbare Mischung wird. Mit sehr viel Toleranz, weil das ist, glaube ich, auch das Zeichen, was wir alle geben wollen. Und mit viel Spaß. Sollte CSD-Scher werden zur Entwicklung zum Beispiel in Russland, überhaupt im Ostblock? Ja, also es geht ja nicht nur um Russland, es geht ja um so viele andere Länder, Uganda. Es gibt unglaublich ekelhafte Tendenzen im Moment in der Welt und ich finde, man sollte gegen alle Intoleranz ein Zeichen setzen. Die zweite CSD-Gala hat soeben gerade begonnen und wir melden uns dann zurück nach der Aftershow-Party.
zweite CSD-Gala hier im Friedrichstadtpalast und wir befinden uns jetzt hier auf der Aftershow-Party und sind gespannt, wer uns alles noch vor die Kamera und vors Mikro kommt. Inga Bause, wie war's? Jetzt sind Sie gestresst, fertig? Gar nicht. Ich bin jetzt glücklich, weil ich es geschafft habe, weil ich das Gefühl habe, dass das Publikum sich amüsiert hat und bewegt war und einfach gut unterhalten wurde. Und wenn das Publikum happy ist, bin ich auch happy. Was erwartet uns demnächst mit Inga Brause? Oh, ja, viel RTL, die neuen Bauern. Also Bauer sucht Frau geht dann weiter. Hätte ich als Bauer eine Chance bei euch? Na, selbstverständlich. Also nicht, ich will jetzt nicht sagen, wir nehmen jeden, aber weil das wäre zu viel. Aber klar, siehst du auch fesch aus. Bist du Bauer? Manchmal. Ich bedanke mich und viel Spaß und viel Glück da noch. Liebe Grüße an die Zuseher. Sally Morell, was war denn da passiert? Wir wollen mal darüber ganz offen sprechen, bevor die anderen Medien das ausschlachten. Also, ich weiß, ja doch, ich weiß es. Ich war angesteckt von der ganzen Feeling, die Leute standen, haben geklatscht und das war, die Probe ist Probe. Da läuft man, da funktioniert man. Aber wirklich alles passiert und alles losgeht. Dann gehört man nicht mehr auf die Bühne und ich war einfach in voller Euphorie. Ja, und die letzte Stufe, ich habe gerade mit dem Intendanten gesprochen, wir bauen sie einfach ab, weil die war schuld. Richtig, einen Schuldigen muss man ja immer finden, ja? Ja, klasse. Aber es war geil. Oh, klasse. Vielen, vielen, heute noch viel, viel Spaß bei der Aftershow-Party und flotte nicht so viel, siehst ja verdammt sexy aus. Danke, mein Schatz, wenn du gleich Feierabend hast, kommst du einfach mal vorbei, ne? Im Rauschgold. Und was sie mit dieser Gala heute da hingezaubert haben zum zweiten Mal, ist der absolute Oberknaller. Ich bin mit null Erwartungen rein, weil ich dachte, das kann man eigentlich nicht toppen, aber Show Me war einfach so unglaublich schön und ist quasi nochmal ein gutes Warm-up für nächste Woche. Nächste Woche CSD, Berlin Pride und ich werde dieses Jahr die Speakers Corner moderieren. Es heißt ja Schluss mit Sonntagsreden und ich bin quasi der Politbeauftragte, wenn du so willst, vom Berlin Pride und werde die Politbühne moderieren. Das heißt, bei mir kommen alle politischen Diskussionen, das Auffangen werde moderieren und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die bei den vielen anderen CSDs zu kurz gekommen ist, dass man einfach tatsächlich darüber redet und auch unterschiedliche Vereine zu Wort kommen, was ist in der Politik, was muss getan werden, wo sind die Forderungen, wo ist die Toleranz, wo ist das ganze leere Geschwafel von wegen Gleichstellung und so weiter und so fort. Und dafür bin ich derjenige, der sich darum kümmern wird und da mal auf den Zahn geführt wird und ich freue mich da sehr drauf. Marco und Christian an meiner Seite, wie war es denn heute für euch hier, die Show? Es war ein wunderschöner Abend und eine ganz gelungene Show. Und für dich? Ich fand, der ganze Mix hat gestimmt. Es war sehr unterhaltsam, es war sehr, sehr politisch. Es war eine wundervolle Inka Bause und ich finde, alles in allem war es eine sehr kurzweilige Geschichte, die sehr viel für die Community auch bewegt hat, finde ich. Und das fand ich einfach toll. Nun ist ja das Ehegattensplitting-Gesetz, jetzt steht noch Adoption offen. Wie denkt ihr darüber nach? Ich denke, es ist nur konsequent zu sagen, dass man als schwules Paar auch adoptieren darf, weil es in erster Linie um die Rechte der Kinder geht. Es geht darum, dass die Kinder finanziell abgesichert sind, dass sie abgesichert sind, wenn einer der stirbt oder ihm etwas passiert. Das heißt, im Grunde genommen geht es eigentlich um den Schutz der Kinder, aber natürlich auch um gleiche Rechte. Es geht darum zu sagen, dass man das darf, dass man es kann, dass man heiraten darf, dass man adoptieren darf. Und ich finde, dieses Recht zu haben, ist okay. Und man sollte die Homo-Ehe auch nicht daran messen, zu sagen, wie viele Schwule jetzt heiraten. Weil das hat man sich bei der Wiedervereinigung auch nicht gefragt. Da kam die Reisefreiheit und die Leute hat man auch nicht daran gemessen, wie viele Leute jetzt ausreisen. Und wie ist deine Meinung diesbezüglich? Es geht nicht darum, dass die Homo-Ehe endlich akzeptiert wird oder dass wir endlich steuerliche Vorteile haben, sondern es geht einfach generell darum, dass wir gleichgestellt werden und dass man uns einfach so akzeptiert mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Und dazu gehört halt auch, dass man steuerliche Vorteile, so wie heterosexuelle Paare erfährt, so wie das schon seit Jahren gang und gäbe ist. Und das finde ich einfach nur einen absoluten Vorteil. An meiner Seite habe ich nun Thomas Birk, die Bundeskanzlerin, sei ja nun schwulenfeindlich, so warf es der Rechtsanwalt Dirk Siegfried vor. Ist ein Anfang gemacht zum Umdenken der Bundeskanzlerin, überhaupt von der ganzen CDU? Wie denken Sie darüber nach? Ich weiß nicht, ob sie selber wirklich lesben- oder schwulenfeindlich es genutzt, gegen die Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnerschaften vorzugehen und damit sogar ihren eigenen Kabinettskollegen, Herrn Westerwelle, zu diskriminieren, weil der ist ja verpartnert, nur um Stimmen beim konservativen Rand einzufangen. Und das finde ich schon etwas niederträchtig.
Warum tritt dann Westerwelle nicht zurück? Ja, das ist wahrscheinlich der Wille zur Macht. Da ist die FDP eben leidensfähig. Ich glaube, wir Grüne würden das nicht mitmachen. Und da muss man sich dann auch schon mal durchsetzen in der Koalition. Und es wäre, glaube ich, auch ein einfaches gewesen. Es war ja absehbar, dass das Bundesverfassungsgericht das Ehegattensplitting für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften verlangen wird. Und auch jetzt die Adoption. Und da hätte sich die FDP schon mal ein bisschen auf die Hinterbeine stellen können, dass man sich das nicht erst vom Verfassungsgericht vorschreiben lassen muss, sondern gleich im Kabinett beschließen. Große Schritte. Und man sieht jetzt Richtung Moskau, was dort abgeht, dass offiziell verboten ist, Sexualität zu sprechen. Dort wird dann man bestraft mit 100 bis zu 10.000 Euro. Passt ja dann eigentlich Putin und Merkel, oder? Naja, Frau Merkel war ja in Russland selber eigentlich ziemlich mutig und hat Zivilcourage gezeigt, als es auch um Pussy Riot ging. Aber ich würde mir eben dieselbe Zivilcourage auch in Deutschland gegenüber ihren eigenen Wählerinnen und Wählern wünschen. Aber dabei sind, um dagegen zu protestieren. Die Koalition hat leider dagegen geschwimmt, die rot-schwarze Koalition in Berlin, trotz einem schwulen Bürgermeister Wobereiter, hat das auch nicht verhindert. Und nur die Opposition aus Grünen, Linken. Jetzt haben wir einen gemeinsamen Aufruf von vielen Abgeordneten gestartet, um die Freundinnen und Freunde in Russland zu unterstützen. Ich glaube, wir brauchen, dass was ändern wird. Das war sie nun, die zweite CSD-Gala hier aus dem Berliner Friedrichstadtpalast. Sie war bunt, sie war schrill und auch sehr emotional. Und das Beste nehmen wir natürlich mit und verlassen jetzt hier die Aftershow-Party und lassen die Stars und Sternchen in Ruhe feiern.